Hallo, liebe Weggefährten, ich begrüße euch zu einer neuen YouTube-Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich über die Go's und über die No-Go's sprechen, wenn ein Hund aus dem Tierschutz bei euch einzieht. Wir haben ja jetzt Besuch bekommen, der geblieben ist, und zwar die kleine Cookie aus Mallorca. Lisa und ich, wir waren zusammen auf Mallorca im Tierschutz unterwegs und da ist uns die kleine Cookie ins Herz gesprungen und dann mit Lisa in den Flieger gestiegen, um nach Deutschland zu fliegen. Ich bin noch eine Woche auf Mallorca geblieben, bin jetzt mittlerweile auch wieder hier und habe die erste Woche tatsächlich verpasst. Ich habe die erste Woche von Cookie hier im Revier für Hunde verpasst, aber Lisa war live dabei und konnte miterleben, wie die Cookie von dem Moment an, wo sie in Mallorca, auf Mallorca ins Flugzeug gestiegen ist, bis hierhin ins Revier für Hunde, war Lisa live dabei. Wie hast du das erlebt? Es war aufregend zum einen, aber es lief auch einfach nur richtig gut. Also die Situation, die Cookie jetzt nicht kannte, da war ein bisschen Aufregung drin, wie zum Beispiel am Flughafen, erstmal in so eine beengte Reisetasche rein, das war jetzt sehr ungewohnt. Sie hat das aber super gemacht. Also sie ist dann auch eingeschlafen nach den ersten 10 Minuten im Flugzeug und hat den ganzen Flug durchgeschlafen, hat das super gemacht. Toll. Und als wir angekommen sind, sind wir erstmal auf die Wiese gegangen, erstmal zum Runterkommen, sich erstmal ein bisschen lösen. Ja, und dann ging es weiter. Okay. Ich und sicherlich ihr auch seid bestimmt ganz neugierig, wenn wir schon über die Go's und die No-Go's sprechen wollen. Was sollte man tunlichst vermeiden? Ich nenne euch schon mal das erste No-Go. Hunde aus dem Tierschutz sofort von Anfang an zu überfordern. Sie mit zu viel Zuwendung, mit zu viel Trainingseinheiten, mit zu viel Spaziergängen, mit zu viel Leckerchen, mit zu viel Spielzeug zu überschütten. Hunde dürfen langsam ankommen. Also, das erste No-Go, nicht zu viel Zuwendung. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Man freut sich ja auch darauf, dass ein neuer Hund einzieht. Aber man darf eben auch bei sich selber ein bisschen hingucken und daraus lernen, dass man eben nicht direkt alles am Hund auslebt. Und dann den Hund erstmal ankommen lassen und in Ruhe lassen, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann kann man eben auch schon mal im Haus selber, bevor man jetzt ganz viele Sachen draußen macht, sondern erstmal zu Hause tatsächlich Regeln auch einführen. Ah, jetzt kommt die Lisa zu beiden. Also sie kommt sowohl zu den No-Gos als auch zu den Go's. Also im Grunde genommen bestimmte Dinge auf jeden Fall unterlassen, ne? Also nicht zu viel Aufmerksamkeit, dann dem Hund die Möglichkeit geben, anzukommen, aber eben auch Grenzen und Freiheiten im Haus schon aufzuzeigen. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Ja, genau so meinte ich das. Ne? Also für mich das Go, Grenzen zu setzen, ne? Und für den Hund bestimmte Sachen eben nicht zu machen. Ja, das ganz klar rüberzubringen, zu sagen, was möchte ich, ne, dass man eben auch gleich zeigt, ne, wer hier so ein bisschen ne, die Führung im Haus hat. Ne, ja. Das machen wir ja so. Und dadurch weiß der Hund auch, woran er sich halten kann und ja, woran er sich orientieren kann. Brauchen Hunde Persönlichkeiten? Brauchen sie Menschen, an denen sie sich orientieren können? Oder meinst du, dass die Gruppe, das Rudel von uns, das Hausrudel reicht? Würden wir nicht dort leben, dann würde es wohl reichen. Aber dadurch, dass wir ja eine Gemeinschaft sind, reicht das nicht. Ne? Ja. Weil wir in unserem menschlichen Zusammenleben, ne, von uns, haben ja andere Bedürfnisse als der Hund. Ja. Und deswegen dürfen wir dann auch zeigen, was wir möchten und was nicht. Ja. Noch ein No-Go. Sich auffällig zu Hause verhalten. Nämlich, wenn wir einen Hund aus dem Tierschutz haben und der hat vielleicht so ein bisschen Ängste oder ist unsicher, dann sollten wir nicht im Haus herumlaufen und sagen, wir müssen jetzt alle leise sein und wir dürfen die Spülmaschine und die Waschmaschine nicht mehr laufen lassen. Der Staubsauger, der ist zu laut. Oh, meine Güte, mir ist gerade irgendwas runtergefallen. Jetzt scheppert es mal und jetzt muss ich den Hund danach sofort wieder in den Arm nehmen und ihm zeigen, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Also, das ist auch ein No-Go. Sich so auf den Hund zuzubewegen. Also ich mach's mal bei der Lisa vor. Was ist denn mit dir? Das ist nicht gut. Dann
würde ich eher fragen, was ist denn mit dir? Also bedenkt bitte, verhaltet euch normal und lauft nicht irgendwie wie so Geister durch die Wohnung und versucht ganz leise und unauffällig zu sein, damit euer Hund aus dem Tierschutz seine Ruhe hat. Weil ihr müsst euch mal überlegen, ihr seid immer da oben und die Hunde sind immer hier unten. Und wenn ihr dann noch so kommt, hey, ich mein's ja nur gut. Alles wird gut. Hast du Schlimmes erlebt? War das so schlimm? Jetzt setz dich mal hier in Ruhe hin. Dabei vergessen viele Leute tatsächlich die Regeln. Und ich finde, von Anfang an sollten Regeln eingeführt werden. Warum? Weil der Hund sich später sonst irgendwelche Dinge rausnimmt und Verhaltensweisen an den Tag legt, die uns nicht gefallen. Und dann gehen wir zum Hundetrainer. Also, ich bin der Meinung, sofort von Anfang an klare Regeln. Aber mit einer ruhigen, ausgeglichenen Energie, oder? Wie siehst du das? Genau. Also wenn der Hund sich drinnen jetzt schon alles rausnehmen kann von Anfang an, dann ist es ja eigentlich so gut wie sein Haus. Ja. Na, ich gehe hier hin, ich darf in jeden Raum, ich darf auf jedes Möbelstück am besten noch drauf. Ja. Nee, dann läuft das auch draußen nicht so gut. Also du machst ja drin wirklich, was du da machst, ist die Basis für das, was auch draußen läuft. Absolut. Und von daher, wenn du es drin machst und da ganz klar mit dem Go und dem No-Go gehst, ja, dann hast du die beste Basis, dass es auch draußen gut klappt. Super. Ja, jetzt kommen wir aber zu den Go's. Also meine Go's sind, der Hund darf auch Hund sein. Und das ist das beste Go für einen Hund aus dem Tierschutz. Ich finde, im Allgemeinen sollten Hunde wieder mehr Hund sein dürfen. Und wir sollten aufhören, sie zu sehr in menschliche Kostüme zu stecken. Das tut den Hunden nicht gut. Und genau so halten wir es mit der Cookie. Hast du jetzt eigentlich mit der Cookie schon irgendwelche Dinge geübt? Fängst du schon an, mit ihr zu trainieren? Wobei man ja immer mit dem Menschen trainiert und weniger mit dem Hund. Aber was hast du jetzt schon gemacht in der ersten Woche? Ich habe gar nicht so viel mit ihr gemacht jetzt in der ersten Woche, um ihr auch den Raum zu geben, dass sie ankommen kann. Und jetzt ist sie mittlerweile ungefähr 2 Wochen bei uns. Und jetzt fange ich langsam an, ne, dass wir auch mehr rausgehen auf die Spaziergänge, dass man das mal ausdehnt. Da bin ich neugierig. Ne? Ich meine, ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, aber ich war jetzt auch wirklich auf Mallorca noch eingebunden mit dem nächsten Tierschutzfall. Ja, den werdet ihr auch noch erleben. Es kommt noch eine weitere Hündin hier nach Deutschland, die wirklich sehr traumatisiert ist. Das ist nochmal eine ganz andere Liga als die Cookie. Aber ich bin natürlich neugierig. Wie laufen die Spaziergänge? Lässt du Cookie schon freilaufen? Ja, teilweise schon. Okay. Also wir haben jetzt schon eine gewisse Beziehung und Bindung aufgebaut in den 2 Wochen, dass ich sie auch schon freilaufen lassen kann, weil ich mir sicher bin, also wir haben das Vertrauen zueinander, dass ich weiß, wenn ich sie rufe, kommt sie auch schon zurück. Ne? Also nicht in Situationen, die sie noch nicht kennt, weil sie kennt noch nicht viel. Ne? Mhm. Also wenn ich mit ihr jetzt an Straßen vorbeigehe oder andere Menschen kommen, das ist spannend, weil da reagiert sie tatsächlich noch sehr unsicher. Mhm. Und genau diese Situation werde ich aber in der Zukunft jetzt langsam, wirklich langsam und in Ruhe wieder, immer wieder hervorrufen. Ja. Und wieder reingehen. Super. Damit sie eben auch wachsen kann draußen. Ja, super. Und ich glaube, die Lisa wird euch daran teilhaben lassen, damit ihr auch seht, ja, wie bringe ich die kleine Cookie oder im Allgemeinen, wie bringe ich meinen Hund dazu, dass er mit mir eine intensivere Bindung aufbaut. Ich finde, wenn wir einen Hund nicht belügen, dann haben wir immer die intensivste Beziehung. Und wenn wir bei uns bleiben, sind wir mit unserem Hund in einer harmonischen Beziehung, in einem harmonischen Gleichgewicht. Und genau das wünsche ich mir für die Cookie, dass sie hier im Revier für Hunde ankommt und als ganz normaler Hund ihr Leben lebt. Das heißt, Lisa versucht jetzt erstmal eine Bindung aufzubauen, was ich ganz, ganz wichtig finde, um eben auf dem Spaziergang dem Hund die Möglichkeit zu geben, ihn frei laufen zu lassen, damit der Hund nach dem Menschen schaut und nicht der Mensch nach dem Hund. Ihr solltet euch aber immer im Klaren darüber sein, dass wenn ihr Hunde aus dem Tierschutz habt und diese haben schlechte Erfahrungen gemacht oder kennen einfach auch keine äußeren Umweltreize, lasst sie bitte doppelt gesichert an der langen Leine, an einer Schleppleine, mit Geschirr und mit Halsband, weil es gibt immer Situationen, wo der Hund mal, ja, aus Angst auch in einem Schreckmoment abhauen kann. Und wenn man ihn dann ruft, ja, das würde ich nicht zum ersten Mal erleben, dann macht der Hund Reißaus und man bekommt ihn nicht mehr. Deshalb
beim Spaziergang immer darauf achten, dass wenn der Hund noch keine intensivere Beziehung zum Menschen aufgebaut hat, ihn an der Leine zu lassen. Jetzt ist aber natürlich das nicht das Einzige, was man mit einem Hund macht, wenn der aus dem Tierschutz kommt, sondern was macht man noch? Was macht man zu Hause vor allen Dingen? Das ist ja die Basis, das habe ich ja eben schon erwähnt. Also wenn ich jetzt zu Hause mit Cookie nicht ihr den Raum geben würde, sondern sie die ganze Zeit betütteln würde und immer in dem Umkehrschluss nach ihr gucken würde, dann würde es ja auch draußen so sein. Dann ja, absolut. Müsste ich auch draußen immer gucken, wo sie ist. Ja. Und so mache ich es eben nicht. Ja. Das ist jetzt wirklich auch nur abgestimmt auf Cookie. Deswegen auch gut, dass du das eben nochmal gesagt hast. Auf andere Hunde ist das wieder eine andere Geschichte. Deswegen drin. Regeln, zum Beispiel, was wir machen beim Futter. Es wird nicht gleich drauf zugestürmt. Es wird gewartet, es gibt eine räumliche Grenze. Ich möchte für mich in Ruhe das Futter zubereiten und dabei nicht bedrängt werden. Super, sehr gut. Ja, und es ist auch gesünder für Cookie, einfach in Ruhe. Und da fängt es eben an, so Kleinigkeiten im Alltag einbauen, ja, wo ja. man klar sagt, das nicht und das ja. Also viele von euch sollten sich mal genauer betrachten, wie verhält sich der Hund drinnen im Haus. Also wenn es draußen irgendwie immer wieder daneben geht und er zieht an der Leine, er pöbelt andere Hunde an, er hört nicht, wenn ihr ihn ruft, also er hört euch schon, aber er kommt nicht zu euch, dann solltet ihr drinnen, zu Hause noch einmal genauestens hinschauen, ob da auch wirklich alles so läuft, wie ihr es gerne hättet und nicht wie der Hund. Also versucht einfach mal ein Stück weit eure Hunde im häuslichen Umfeld zu beobachten und schaut euch mal an, wie euer häusliches Management ist. Dreht sich alles um den Hund? Hat der Hund immer die Hosen an? Füttert ihr ihn so schnell, wie er es gerne hätte? Dann benimmt er sich auch draußen daneben. Also immer darauf achten, im Haus für Ordnung, Ruhe und Konsequenz zu sorgen. Und dann hat man einen liebevollen Partner an seiner Seite. Wenn ich mir überlege, dass wir ja 3/4 unseres Lebens auf der Arbeit sind und auch mit unserem Hund 3/4 unseres Lebens im Haus sind, ja, dann ist doch klar, dass wir zu Hause darauf achten sollten, dass da alles relativ rund läuft. Und wenn es zu Hause gut läuft, dann läuft es auch draußen gut. Jetzt haben wir so viel über Cookie gesprochen, wir haben so viel über Tierschutzhunde gesprochen, wir haben so viel darüber gesprochen, worauf man achten sollte, wenn ein Tierschutzhund einzieht. Jetzt will ich natürlich wissen, hört die Cookie auch schon, wenn die Lisa sie mal ruft, weil sie liegt da vorne und ich bin mal gespannt und ihr seid dabei. Cookie. Alle heißen Cookie. Ja, die Maus, guten Tag. Hey. Guten Tag. Hallo Maus, hast du geschlafen? Oh, jetzt mal strecken und recken. Ja, wenn man sie auch gerade aus dem Schlaf reißt, dann kann das auch schon mal eine Sekunde dauern. Nö, mein Schatz. Ja. Wie ihr seht, auch aus dem Schlaf heraus kommt Cookie dann zu Lisa. Also die zwei haben schon wirklich eine sehr, sehr schöne Bindung miteinander. Und ihr habt gesehen, nicht nur Cookie ist gekommen, sondern alle Hunde hießen plötzlich Cookie, weil Cookie ist ja hier schon in der Hundetagesstätte. Und deshalb sind jetzt alle Hunde irgendwie Cookie-Hunde geworden. Ich finde sie wirklich super süß, sie ist sehr, sehr müde. Hier haben wir ja auch noch einen Tierschutzhund hier unten. Das ist noch ein Tierschutzhund, eigentlich fast alles Tierschutzhunde. Die kleine Ola, die kennt ihr auch. Schwupps, ich heb sie mal wieder hoch, damit ihr sie auch deutlich erkennt. Sie ist schon wieder in Trance, sie ist oft in Trance. Die Sonne macht müde. Ja, also, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und ihr seid bei den nächsten Videos wieder mit dabei. Nicht nur bei mir, sondern auch bei der Lisa. Weil ich finde, die macht hier eine ganz, ganz tolle Sache mit der Cookie. Und ich bleibe natürlich dran und halte euch auf dem Laufenden, was hier mit den Pfoten so passiert. Macht's gut. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.